Ich weiß halt auch nicht, an was es liegt, dass ich die nicht sehe, aber es ist irgendwie ein bisschen komisch. Ein Kinobett? Oh ja. Gut, dass du es noch gesagt hast, ne? Ach, das ist ja oberes Kara. Ich bin ein Vollidiot, Leute. Ich dachte irgendwie unteres, dass wir den einen mitziehen. Deswegen habe ich mich gerade voll gewundert. Hey, was labert der mit dem Mob und so? Ja, ja, ich war irgendwie verwettet. Deswegen. Also die beiden machen wir, okay. Scalen eigentlich die Nassassim-Dudes auch mit beim Trash-Buff? Weiß das jemand? Nee. Nein. Also die, okay, dann ist ja easy. Aber ich mir jetzt nicht sicher, ob die oh, nicht... Ich bin eingeschlafen. Ah, oh, Luki. Also wir wollen wieder durchstaffen bei dem einen, oder? Wieso wir das... Nee, ich will wieder den linken einfach. Also jetzt da oben den einen Solo, dann den anderen Solo und dann spielen wir die anderen, dann spielen wir da... Wollen wir oben alle Packs pullen? Ja, aber ich... Ja, also oben, du kannst ja theoretisch den Boss... Guck mal, du bist ja Nachtelf. Du kannst theoretisch, das hab ich so gesehen bei der MDI, die haben den da, den Boss, diesen Korator, haben die da gepullt. Schattenmimik, dann war der kurz weg und dann haben sie den ganzen Gang nach außen gepullt. Aber ich kann die auch einfach so rauspullen, ja, weil auch. Resettet. Ja, ja. Also gut, klar, das ist natürlich nice to know, dass man da so... Hä, seit wann ist denn hier der Dude drin? Der war doch letzte Woche hier nicht. Ändern sich die doch, immer? Doch. Nee, der war schon drin. Okay, bitte. War nicht hier oben, das haben die gerne. Ich wollte gerade sagen, der war hundertprozentig, war das hier ein Geist. Und der Große war doch, vorm zweiten Boss auf der einen Plattform, da wo es so eng ist. Haben wir irgendwas für den? Ah ja, gut, Breath. Aber ihr wollt alle Packs zusammenspielen, oder? Dann spare ich mir jetzt mal Inka und alles auf. Würde ich nicht machen, weil wegen blutig. Ich also wenn machen, da. Das ist nicht stumm. Obwohl, okay. Mach 2-2. Ja, ich würde auch 2-2 machen, Norbert. Lieber ein Pack zu viel. Wenig. Ein Pack weniger. Hier, den Bruder kannst du jetzt. Also den linken wollen wir machen. Den linken wollen wir machen. Okay. Also wenn wir 2-2 machen, dann ziehe ich jetzt Inka, dann habe ich für das zweite bestimmt wieder. Ja, dann... Ne, ich ziehe jetzt nicht, weil hier haben die anderen reingeorgelt, glaube ich. Ich nicht. Mach mal hier nochmal die rote. Bock. Ich hau drauf, Entschuldigung. Mein Legendary Pro. Okay, das war doch dumm. Das wird nie nimmer ready. Okay. Egal. Das ist immer, wenn ich so ein ewig auf meine Cooldowns sitze, ne? Hä, wieso habe ich wieder Stille? Wieso musst du deiner Waffe laufen? Du musst in das Ding reinlaufen, das ist so ein lila Zeug auf dem Boden. Aha, okay. Das habe ich am Anfang auch nicht gecheckt. Ah, jetzt ist natürlich da die Pfütze, das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Warte, dann pull ich jetzt die und die hier raus. Pass auf, da ist nur ein Mondfeuer drauf. Geht rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Ich hab nur kurz meine Seed. Die müssen wir dann halt gleich ein bisschen... Oh Mann. Weiß nicht, meint ihr die kleinen droppen auch einen Blutig-Patch? Weiß ich gerade nicht mehr. Sehen's gleich. Okay, da liegt einiges. Shit, die droppen alle im Blutig-Patch. Jo, deswegen habe ich vorhin gemeint, weißt. Ja, okay, das war eine dumme... Dann, Weil es sau eklig ist. Ich habe das nämlich gestern als Tank auch gemacht. Mit meinem, Ding. Mit meinem Tank-Char. Und ich hatte halt übelst die Probleme. Das ist eine Wolke, ne? Pass mal ein bisschen auf. Naja. Kannst jetzt wieder stehen bleiben, da. Jo, ich denke auch.
Hast du jetzt alle geholt? Nee, das waren nur zwei Packs. Ich zieh die wieder zurück. Ich werde bloß bis der Kurve. Kannst du, die können wir aber hier machen. Ja, ja, ich zieh sie hinter der Ecke, dass sie gescheit rankommen. Wenn die ersten Blutigflächen kommen, dann können wir in den Raum langsam. Ich ziehe sie runter. Ah, okay, das wurde anscheinend gefixt mit dem Dude. Ich hab ein Video gesehen, wo die hier in der Linie standen und dann hochgelaufen sind. Das scheint anscheinend wesentlich angenehmer zu sein. Lass warten, bis hier hinten ist, in hinten spielen. Wisst ihr, was ich meine? Aber gut, jetzt mit dem Random wird das nicht funktionieren. Die spawnen nämlich, jeder kriegt nämlich eins und du kannst es, wenn du es in der Linie machst, ist es deutlich easier. Weil da muss kaum einer moven. Also da musst du immer nur dein eigenes moven, einen Schritt weiter in der Linie. Das sah so clean aus bei denen. Weil wenn du, das solltest nämlich hier nämlich gar nicht stacken, sonst muss nämlich jeder die ganze Zeit moven. Ey, wir müssen das Ad auf jeden Fall fokussen. Jetzt steht er halt da hinten, aber er ist fast tot. Nee, ich meine der Boss. Also. Aber also ich habe da ein Video gesehen, da sind die in 23er letzte Woche bei Boss Buff gelaufen. Und das war so clean. Das kriegt jeder genau immer eins ab und die standen in der Linie und sind einfach nur einmal einen Step weiter gelaufen. Also es scheint anscheinend wesentlich einfacher zu sein. So, wenn du musst es halt übelst kontrolliert spielen. Da werden richtig viele von den Dingern. Ja, das wird jetzt halt ein bisschen eng, also. Der Mage ist ein bisschen behind the Damage. Müssen wir jetzt noch bis zur nächsten Dingphase aushalten, dann können wir ihn wegratzen. Lass da hinten zum Hexer laufen. Okay, er ist in seiner Phase. Jetzt muss er... Also viel länger, wenn er jetzt noch gelebt hätte, dann wäre es Feierabend gewesen. Seht ihr, wie das jetzt zugebeutelt ist? Die mit ihrer Linie tust du jedes genau nebeneinander legen und musst kaum laufen. Also, wenn du eine Gruppe hast, die alle im Voice sind, dann kannst du das, glaube ich, relativ gut machen. Wollen wir den skippen, oder? Ja. Ja. Ah, ich hätte die Ding für den Großen benutzt. Ja, ich hab's beim Drücken auch, Kimmel. Können wir den... Nee, da kommen wir nicht mehr durch. Nee. Was? Warum springst du den runter? Das, kennst du nicht dieses typische WoW-Ding? Du bist an der Kante, läufst nach links und der macht irgendwie zwei Schritte nach links. Naja, dann, aber der wird jetzt richtig ätzen mit Boss-Buff. Sollen wir ihn spielen oder können wir ihn irgendwie skippen? Ja, spielen wir ihn. Okay, warte, bis das Feuer kommt und dann... Warte kurz, alle runter. Okay, kommt alle runter. Es ist keine Angst, Feuer will nicht mehr kommen. Der haut so einen Schaden raus schon. Denkt an Instant-Spotten, dann kriegt der eine nicht mal Schaden. Perfekt. Alter, rotzt der mir rein. Jetzt für den nicht, ja? Ja, ich hab schon. Also ich habe jetzt hier für Enkel gezogen, sonst wird er mich töten, glaube ich.
Bringt denn der 1%? Na gut, 7 ist schon 7. Einiges, ne? Ich finde da eigentlich Bane skippen nicht so klug. Ja, okay. Ich sag mal so, der ist halt, der rödelt halt übelst rein, ne? Und kann dann ein bisschen eklig sein, aber stimmt schon. Eigentlich kann er nicht so viel. Jetzt habe ich halt meine CDs dafür rausgehauen, dass ich das überlebe. Der Heiler lässt mich immer irgendwie ein bisschen low droppen. Leroy! Junkie. Okay, auf geht's. Ich kick das erste. Das kick ich. Rogue jetzt. Du hast auch einen Kick, ne? Ich hab auch einen Kick, jo. Na, dann kick du das nächste. Hab. Gut, jetzt müsste eigentlich unser Mage, der kickt einfach gar nichts. Perfekt. Das lassen wir durch. Ich kick das nächste wieder. Mein Addon hat noch nicht mal ihn aufgenommen, okay, weil er noch nicht mal was gekickt. Das musst du kicken? Ah, der Mage hat jetzt gekickt. Ja. Kannst du jetzt? Kannst du das? Nee, kicken? Ich hab das ja gekickt. Dann muss jetzt unser Hexer das kicken. Nee, kannst du wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee. In zwei Sekunden. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Gut, das ist auf mir. Soll ich das kicken? Jo, hab. Sehr gut, du hast instant gekickt. So, ja, ich hab das nächste. Gekickt. Das muss jemand kicken. Kann das noch nicht? Ich kann das. Ja gut, dann lassen wir das jetzt mal noch durch. Perfekt, wir leben alle. Das kick ich. Ich kick das. Ab. Okay, ab, Bilder. Wir gehen rechts, wir gehen rechts. Ja. Wenn ihr Kicks ready habt, dann kickt. Ich kick den drüben jetzt einmal. Jo, ich bin geprockt. Die hauen so rein, diese scheiß Abbilder. Okay, der Healer ist tot, Norbert ist auch tot. Ich hol den Heal. Und hol dich auch, Norbert. Das ist so dumm, die Phase. Ja. Ich kann noch nicht kicken. Hab. Kann den jetzt? Ich kick. Noch einmal Flammenkranz kommt, ist Feierabend. Ich hab nix. Hab auch nichts. War das der Mage? Ja, der Mage, den müssen wir hinten rausholen, gleich mit dem Arrow-Bilder bestimmt. Naja, gut, ich habe jetzt hier meine Inka für reingewastet, weil ich mir dachte, bevor wir jetzt sterben, ne? Aber egal. Ich hab jetzt in dem Run zweimal meine Inka gezogen und beide gegen den Single-Target-Mobs hat sie richtig rentiert. Naja, voll. Aber lieber zieh's und ja, wenn es eh schon so aussieht. Ja. Unten haben wir jetzt die paar Ratten. Da dürfte jetzt eh nicht viel passieren. Zieh's lieber. Also, ihr habt einen Rogue und skippt den jetzt überfällt. Den großen meinst du? Ja, weiß ich nicht. Der ging ja jetzt. Also, es hat ja funktioniert. Grüß dich, Arturius. Was wollen wir spielen? Eine Ratte und ein so eine Spinne, oder? Ja, genau. Nee, beide Korruptierten da. Wie heißen die? Nafrisi. Achso, du meinst. Okay. Nur die zwei und dann weiter. Okay. Dann ich weiß Stealth. Gar nicht, wo die sind, Bro, Boys. Hier unten ist deine Spinne, passt ein bisschen auf, ich bin im Stealth. Ah, da ist, okay, da ist eine so eine böse Ratte. Ich hol die schon mal. Böse Ratte? Der ist halt so ein nasser 7 Dude. Hey. Also Paul. Ja. Wo ist die andere? Ich sehe jetzt da keinen mehr. Ende. Das ist der letzte. Sollen wir den jetzt hier einfach spielen und... Aber warum, wie viel haben wir denn? 69%. Ja, da ist, kommt ja noch was. Naja klar, das kommen die ganzen Mana-Würmer. Ich hätte jetzt das Buch maybe noch gespielt. Aber ja. Gut, ich denke mir, die eine Ratte, die da immer hinterherläuft, die muss man fast machen, oder? Hier, die hier. Ja, nimm sie einfach mit. Nimm sie einfach mit. Ich schieße. Aber hier ist kein Nasrasim mehr. Hier. Ah, stimmt, die Spinne, ja. Ah, hast recht. Ratte. Jo, der Priester. Erste Ratten kommen und er lässt sich wegschnecken. Ja, ich hab mich aber auch echt ein bisschen dumm angestellt. Aber das schaffen wir auch ohne ihn, oder?
Ja. Jo, der läuft. Oder auch nicht. Doch, er läuft. Hast aber du das also den Nasra 7, wenn der mir jetzt die ganze Zeit reinrödelt, nee, da werde ich sterben. Ich werde sterben, weil ich, Wir haben gar keinen BR, Digga. Also ich hätte ihn gar nicht holen können. Ich werde sterben. Wegen diesem Drecks... Wie nennt man das? Affix. Da hab ich nichts mehr. Überlebst du's? Nee. Jetzt bleib ich liegen. Jetzt ist der... Oh, okay. Also ohne Heal gegen so ein Nasser 7, der rotzt mir so rein. Ich hasse den Heiler, der ist echt kacke. Der hat voll die ganze Zeit so Scheiß gemacht. Ja, da kommt eine Welle und er ist halt down, ne? Das Ding ist, diese Nasser 7, die ratzen so rein mit ihrem Hit und wenn ich da 5 von abkriege, ohne dass ich irgendeine externe Heilung habe, das kannst du knicken. Die hauen mir 80-90k rein, ein Hit. Dann haben wir ja die Ratte auch noch am Arsch. Ah, hast die Ratte wieder. Ja, das, der Magier hat die... Achtung. Redst du mich dann einfach, dann sparen wir, glaube ich, ein bisschen Zeit. Ich Shadow melde jetzt nochmal. Halt wieder. Nee, ich habe geshadow-meldet und dann kommen die Ratten. So ein Dreck. Okay, aber die Ratte ist tot, passt. Nein, ist sie tot, jo? Ja, aber es war halt unnötig jetzt, wir haben einen Haufen Tode drauf gefarmt. Ich glaube, da sollten wir mit dem einfach einzeln alle pullen. Ich hätte die Ratte auch gar nicht gespielt. Eigentlich kann die nicht viel, aber gut, diese Welle ist halt ein bisschen nervig. Gut, dann den Boss. 17 Minuten haben wir noch. Ich ziehe ihn da in die Ecke. Und die Soaks, das wird ja gut abgeschwächt, ne? Also das dürfte eigentlich gehen. Lass den noch... Okay. Was meinst du? Wegen Heilen, weißt du? Wenn ich die Inka anhab, dann kann ich einfach x Dinger saugen und da drin stehen bleiben. Das juckt halt überhaupt nicht. Ist er jetzt ein paar gesaugt von den Teilen? Weil ich wollte reinlaufen und irgendwie hat er die weggeschneckt. Jo, easy. Zieht einfach durch. Dann lass es bei denen jetzt einfach vorsichtiger spielen, I don't know. Wir müssen die eigentlich gar nicht spielen. Meinst du? 82? Nee, wir sind voll fein. Das Schach-Event gibt auch nochmal 7. Wir sind völlig fein. Irgendwas habe ich gesehen, dass hier so Kugeln spawnen und die musst du wegsorgen oder die ganze Zeit weiterziehen, dass du die nicht... Ist das gleiche wie beim Boss? Ja, das ist theoretisch das gleiche wie beim Boss. Soll ich einfach in die Mitte laufen, ein bisschen kiten? Was? Ja. Weil da spawnen so Kugeln, dann ziehe ich die, aber da die eine Gruppe müssen wir spielen. Warum halt mich der Heiler einfach gar nicht mehr? Jetzt habe ich mal ein Geso reingehauen. Also jetzt haben wir den Nasrasim auch noch geerdet, ich habe halt nichts. Jetzt wird's halt eklig. Jetzt wird's halt richtig eklig. Zieh ich Kugeln. Wohin ziehst du? Wohin gehst du? Einfach hier in den Gang rein, weil der Heiler halt mich nicht und ich ziehe jetzt einfach von den Kugeln weg. Versuch die jetzt einfach zu killen, I don't know. Ich kann die jetzt nicht off-tanken, ich habe meinen Inkassor. Der Heiler ist auch tot. Okay. Das ist jetzt ein bisschen RIP. Vor allem, es sind halt lauter Blutflächen jetzt hier überall. Jo.
Ich klatsch, ich snipe die Kleinen einfach mal weg da. Ja, ja, lass mal gucken. Weil die haben halt diese ganzen Dinger gesaugt, die ganzen Orbs, ne? Ja, keine Ahnung, ich zieh jetzt hier für den Kleinen rein, ja. Achtung, am Eingang ist noch so ein, zieh die nicht... Nicht doch, mehr ziehen. Die legen sie mir sonst hier die Flächen. Achso, ja. Ganze Gang ist schon voll gewoidet. Irgendwer hat auf den Nassasim hier unten noch drauf geschossen, I don't know warum. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall alle Prozente, sollen wir da nicht vielleicht versuchen. Ah, das geht nicht, genau, Bert. Ihr könnt es nochmal versuchen, aber nehmt ihr lieber Tränke, wenn ich ihr Stealth drin. Ja, ich hab mal vom Rogue nie ein. Versuch mal du solo dort durchzustealthen. Kurz. Ich mach halt Greiferhaken, weißt du? Junge. Kann man an denen vorbei? Ich bin mir halt nicht sicher. Es geht nicht. Ich hab's. Also andere sind. Okay, es geht. Nee, ich hab's. Jetzt hab ich Short bin. Ja, ich hab's. Müssen wir so spielen, hilft nichts. Müssen wir spielen. Ja, komm. Wieso werde ich gekillt? Aber dann hätten wir gar keine Würmer gebraucht, wenn wir fürs Schach-Event auch noch was kriegen. Nee, hab ich ja gesagt. Hab ich ja gesagt. Du hättest sie nicht spielen müssen. Ich wollte eins von den Wurmpacks spielen, dann hat irgendjemand das zweite noch mit reingeedit. Alles gut, kein Problem. Ich meine, wir schaffen das trotzdem noch in Time, aber... Junge, nein! Was hat mich denn jetzt runtergekickt? Ich war in der Kugel. Die Kugel. Ich war halt in der Fläche gefangen, die mich immer wieder ranzieht. Und dann bin ich weggekickt worden. Versuch die mal ein bisschen zurückzukommen. Oh, ich sleep. Jetzt, wenn der jetzt resettet wird, ist halt RIP. Dann ist ciao, Kakao. Versucht mal ein bisschen zurückzulaufen. Ich kann ihn halt nicht slowen, nicht stunnen. Ich hasse so. Ich kann ihn taunten, passt. Ich hab ihn, ja, vor allem einer ist tot. Und er kickt dich. Aber wo war die Kugel? Ich hab die nicht gesehen. Ich war die ganze Zeit in dem grünen Dings drin. Nobby, du hast CD, gell? Auf den Ding hast du gesagt. Auf Shroud. Ich glaube, das Schach-Event können wir eh nicht skippen, oder? Nein, aber den großen. Nein, aber den einen wollten wir nicht skippen. Na gut, dann können wir den nicht skippen. Dann müssen wir den halt spielen. Ja, warte. Denk mal. Dran, wir müssen diese Dinger soaken. Hast du schon gepult, okay. Der Heiler ist doch da hinten schon. Ist schon im Ranlaufen. Was willst du so? Die rot, die Kugeln, die er spawnt. Die. Komm. Kannst du. Drin. Der cleaved ja nicht, ne? Weiß ich nicht. Doch. Wir haben Kastet hier die ganze Zeit. Das ist so dumm, dass die Void-Flächen wieder komplett in den Boden reingehen. Ja, Mann. Egal, der ist tot. Wir können einfach jetzt durch zum Ding-Event. Ich orgel da alles rein, was ich habe im Schach-Event. Dann soll es eigentlich auch zügig gehen. Ich hab die Reihenfolge markiert. Okay. Cool. War es nichts mit dem Reinorgeln? Ich bin in meiner Seat. Das ist noch nie passiert. Ich hol dich. Nein, bloß nicht. Nicht? Wenn ich jetzt ablehne, ist das trotzdem Ice Battle Red. Nee. Willst du laufen? Ja, nee, ich muss nicht. Hast du angenommen, oder? Ja. Müssen wir uns ein bisschen schicken. Ja, wir müssen uns jetzt nämlich richtig beeilen. Na gut, theoretisch ist nur noch der Endboss danach, ne? Also. Ja, trotzdem. Also klar. Ist free, aber ich will das jetzt einfach echt hinter mich bringen, damit wir den Scheiß in Time haben und den Keystone Master. Den hat er auch so. Ja, so aber ja. Schaffe ich es, glaube ich. Nee, aber trotzdem. Aus? Ich will den Key jetzt auch in Time spielen. Wo ist der X? Da springen wir. Gut, naja. Also dann hätten wir den einen großen auch auslassen können am Anfang mit seinen Scheiß 7%. Jo. Dass du noch so viel Prozent hier kriegst, hätte ich nicht gedacht. Ja, und im unteren Karasan haben sie alles runtergeschraubt mit Prozent. Da kriegst du gar nichts mehr gefühlt. Ja. Echt, musst du dann viel mehr Trash jetzt legen, oder wie? Da ist fast jeder Mob 0,7%. Deft, okay, dann lohnt sich ja wahrscheinlich der Skip gar nicht mehr, oder? Nein, Der Skip lohnt sich nicht mehr, ne? Deswegen haben... König?
Muss mal gucken, ob jetzt mittlerweile Prozent im Method Dungeon Tool drin ist, weil die letzte Woche waren sie immer noch nicht drin, wo ich geguckt habe. Passt auf, gell? Acht Minuten haben wir jetzt noch. Na gut, müsste easy ausgehen. Beim Boss in der letzten Phase, wenn du nicht kickst, also wenn keiner kickt, dann castet er das fast bis zu seinem Tod. Warten wir bis zum kurz zum Ende. Ich hab in einem Video gesehen, dass auf der zweiten Plattform, dass er immer nur den Laser in die Mitte macht. Wenn ja, du macht da, auch. Bitte. Das war früher nicht so, da hat er doch immer links, rechts, da musst du es ein bisschen ausweichen. Nein, finde ich, grüß dich. Das haben wir jetzt extra so gemacht, weil jetzt haben wir HT wieder für den Boss, ne? Ja. Hust, hust. Ich mach den ersten. Und Boss weg. Kannst du dich geschnallt, dass ich das hab, lol. Wieder ein Ding, ich kann den nächsten machen. Der okay. Geht jetzt weg. Okay, na gut. War eigentlich unnötig, dass da überhaupt einer durchgegangen ist. Ich kann uns gleich rawn. Warte, okay. warte, ich bin noch nicht da, Jetzt kannst du. Jetzt ja, ich rawn. Passt auf, jetzt geht das Zeug am Rand? Ah ja, das macht sogar Damage. Das macht Damage, ja, das macht richtig viel Damage. Kannst du mich bären? Nein, wir haben 2 Minuten Cooldown. Kannst du bitte weiter? Der Heiler ist so schlecht, also das ist insane. Das ist richtig, richtig insane. Nach dem Cast kann ich ihn weiterziehen. Kicken? Ich kann kicken. Nee, er castet halt nicht wieder. Nee, das wird nichts mit weiterziehen. Der hat keinen Bock auf mich, der Boss. Vielleicht danach. Wenn du ihn kicken kannst, dann kommt er bestimmt. Kick ihn. Ah, jetzt ist hier alles zugewollt. Lass mal aufpassen wegen den blauen Dingern. Genau. Achtung, nicht runterfallen. Ich gehe auch gleich hoch. Der Heiler displayt mich nicht. Passt auf. Strahl wieder. Ich kick. Wieder Strahl. Vor ihm weg. Alter, warum kommt kein Damage? Macht Damage überhaupt? Ja, was? Nee. Also. Ja, also keine Ahnung. Bin halt tot, ne? Kann nicht kicken. Bucket die Kugel. Ich save mir halt gerade alles für die Ads, die dann gleich kommen. Ja, ich auch. Aber jetzt ist der Mage auch tot. Egal, die letzten. Alter. Der Heiler muss mich mal hochheilen, dass ich diesen Debuff runterkrieg. Das wäre echt cool. Ach, jetzt ist meine Eigenheilung. Das ist so dumm. Ja, aber ihr seid ja. Nee, ihr liegt da hinten, ne? Also in der Mitte könnte ich retzen. Ach. Komm, wir machen das zu zweit jetzt. Go. Ja. Warte noch, bis ich da bin, dass ich die jetzt zusammenziehe. Wie schieße ich dir auf? Okay. Hab HP gezogen. Denk dran, nicht kicken. Naja, ich kick nicht. Ich rüttel einfach nur in den Boss und in die Ads rein. Jo. Jetzt müsst ihr langsam kicken. Ab. Naja, das packt ja. Jetzt komm wieder. Kick. Ich hab dieses Ding drauf. Geh weg von mir. Ja. Du kriegst Heiler! Bro! Bitte! Wieder der Strahl? Jo, danach ist er tot. Also, mit dem Displayen hat das jetzt nicht so, ich kick mal. Jetzt wieder macht Strahl. Das Ding tot und dann ist gut, Alter. Der Heiler ist nicht so ganz
Holy moly. Was für eine Geburt. Kann ich hier irgendwo freilassen? Ja, das Problem ist, der hat mich halt immer nicht hochgehalten mit dem Debuff und der Debuff hat mich ständig runtergekriegt. Ja, ich hab bei dem mehr gehalten als der Heiler. Perfekt. Wollte gerade sagen, dass ich doch nicht freilassen dürfen. Nee. Schauen wir mal, was da drin ist. Oh, wieder kein Loot. Das ist so traurig. Schauen wir mal, achso, was ihr so drin habt. Ich hatte nicht. Auch nix. Der Priest auch nicht. Dann krieg ich und der Priest und der Mage. Oh, dann kann das schon mal kein guter Loot für mich werden. Schade. Du Gazian. Ja. Wie er sich hier das abfahren will. Ja klar, muss ja schauen, wo er bleibt. Was wird das für ein Key?